Hier ist das Strandbad von Bad Schachen. Mal gucken. Da war kein Groschen dabei. Nur Maske und Fahrrad. Ja, viel ist nicht so holen aus Papas Taschen. Hier, die Abdeckhaube habe ich noch. Aber jetzt zeige ich euch einfach mal das Hotel Bad Schachen. Da wo der dicke Helmut Kohl immer drin war. Dicke als ich. Ich hab da einfach mal was eingebucht am See. Okay. Tada. Das Knallerding ist an diesem Supertempel, die haben eigenen Anleger. Wie geil ist das denn? Zeige ich euch. Das ist jetzt einfach mal der Anleger, wo ab und zu mal eine Fähre hält. Ja, müsst ihr euch mal auf die Zunge zergehen lassen. Und so sieht der Klotz aus der Seesicht aus. Oder wenn ihr mal auf der Fähre seid, da anlegt, könnt ihr mal rüber gucken. Und so sieht es aus. Ist nicht schlecht, ne? Ist nicht schlecht. Ja, ist wirklich nicht schlecht. Auch hier gilt das gleiche wie vorhin in Wasserburg. Wenn man 1,50 € über habt, einfach mal stumpf einbuchen. Hotel Bad Schachen. Ja. Wenn er von Malle noch einen 1,50 € über hat. Einfach mal Zwischenstopp hier am Bodensee machen. Und euch mal einen Tag Bad Schachen geben. Der Preis liegt auch so ungefähr bei 220-250 € ein normales Zimmer. Aber wir können ja mal gucken, was denn hier wenigstens der Preis macht, wenn man hier was ausleihen möchte. So, Angelboot. 4 Stunden, 150. 120. Ja, lecker. Ja, dann nehmt euch mal 500 € mit und dann könnt ihr hier mal einen Tag verbringen. Mit Essen und Trinken natürlich. Den Klotz gerne mal von innen zeigen, aber ich glaube, es kommt ja nicht so cool. Zumindest mal nicht jetzt, zu Corona-Zeit. Weil sie alle Angst haben. Einmal gehustet, alle krank. So, jetzt gehe ich mal raus auf den Steg und zeige euch mal das Freibad, wo wir vorhin waren. Ich weiß gar nicht, wollten die 1,50 € haben oder so? Auf jeden Fall auch. Da war so ja, in den 30ern, letztes Jahrhundert, war der Jet-Set. Also, ja. Da sah der Bodensee auch anders aus. Zeige ich euch vielleicht mal, wenn ich hier bin. Thank you.
Und jetzt mal ohne Kratzer. Heute ist sehr windig, richtig windig. Ich hoffe, die Tonqualität ist relativ gut. Hoffe ich. Aber jetzt ein Haus, Wohnung zum Kaufen. Hier an ihn wenden, wenn er was über hat. Bitte an peter@marder.de. Nein. marderlehrer.de. So heißt er. Bin ich aber nicht. Nee. Hätte ich mir fast gedacht. Ja, ein bisschen wenigstens mal. Falls irgendjemand eine Butze hat oder ein Haus, kann er sich dann melden. Hä? Habt ihr sowas? Hat er? Ja. Alter, du. Ah, ja. Hey, das gehört ihm? Ja, der ist der Pächter sozusagen. Ja, also, da sieht man wieder. Einfach mal schön hier an den Anlegesteg gehen. Und hier. Ja. Und womit hat er seine erste Million gemacht? Darfst nicht sagen, ne? Malermeister. Malermeister? Ja. Ja, aber das war mal keine Million. Hä? Das war mal nicht unbedingt eine Million. Das war mal mehr Ziel und mehr Ideen. Das stimmt. Das stimmt. Servus, ciao. Ja, also. Ich kenne dich. Malermeister. Respekt. Ja. Da kann man auch mal so ein Ding mal rauslassen. So ein kleines Stück mit dem Häuschen. Laut Aussage von dem netten Herrn da hinter mir. So, jetzt gehen wir mal wieder zurück zu meinem Fahrrad. Das ist eigentlich nicht gemeint, das ist ja ein ausgeliehenes Fahrrad. Stand halt da irgendwo rum und da muss es wieder hin, ne? Hey, ihr könnt nicht immer alles ausleihen und nicht zurückbringen. Das ist kacke, sowas. So, jetzt geht's wieder zurück zum Lindenhofpark. Das war mal ein kleiner Schwenk. Hier. Jetzt wollte ich eigentlich euch einen kleinen Rundgang geben, aber sieht schlecht aus. Ja, ich hoffe euch, dass diese kleine... Ich hoffe euch, dass dieses kleine Hotel euch gefallen hat. Zwar konnte man es nur von außen sehen, weil innen... Da stellen sich momentan alle quer. Da kann man nicht einfach so reinlatschen, wenn man nicht reserviert hat. Doch, könnte man schon. Wäre aber ein bisschen unverschämt. Vor allem zur Corona-Zeit, das wäre dann immer ein bisschen kacke. Ja, nicht, dass jeder halb bekloppte YouTuber irgendwo da reinrennt. Dann sagt er, hier, der hat's gemacht. Der rennt rein, ohne zu fragen. Macht auch seine Fähnchen hier. Nee, ein bisschen doof wäre das dann, ne? Aber